Und damit begrüße ich euch zurück zu einem neuen Part von Miles Edgeworth, Ace Attorney, Trials and Tribulations, immer noch im Zeugenfall, Wandel, Brücke im Wandel oder so, wie dieser Fall hieß, und ja, die gute Bikini, ja, hat wohl nicht so das beste Gedächtnis, sagen wir es mal so, aber gut, machen wir mal weiter im Text, weitere Details. Als ich die Szene gesehen habe, war das Schwert bereits im Körper. Jetzt fällt mir ein, ich habe nicht gesehen, wie sie auf Miss Shelly's einstach. Ich habe noch nie zuvor so viel Blut gesehen. Da bin ich in Ohnmacht gefallen. Das kann mir niemand verübeln, oder? Als ich aufwachte, stach die mystische Amy der mystischen Elise in den Rücken. Das alles bestätigt Frau von Karmas Theorie. Die von Karmas streben nach nichts anderem als Perfektion. Fakten zusammenstellen fällt mir leicht. Das solltest du doch wissen, Miles Edgeworth. Perfektion ist eine Unmöglichkeit, Franziska von Karma. Und ich bin hier, um dich genau das zu lehren. Kreuzverhör, weitere Details. Als ich die Szene gesehen habe, war das Schwert bereits im Körper. Das Opfer hat es zu diesem Zeitpunkt geblutet. Nun, natürlich war ich von all dem, was ich gesehen habe, sehr geschockt. Deshalb bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich denke, ich habe kein Blut gesehen, nicht zu diesem Zeitpunkt. Ich bin mir ganz sicher, dass du keins gesehen hast. Die Waffe in der Wunde wirkte wie ein Stöpsel. Wir sollten auf jeden Fall einen wichtigen Punkt klären. Ich finde es übrigens geil, das fällt mir jetzt erst ein. Aber ich bin jetzt vor noch an, hier irgendwie auf die Anwaltsmarke von Wright da an seinem Kragen hat. Und seinem Jackett finde ich auch genial. Haben Sie den Augenblick gesehen, in dem er auf das Opfer eingestochen wurde? Jetzt fällt mir ein, ich habe nicht gesehen, wie sie auf die mystische Elise einstach. Denken Sie genau nach. Das ist sehr wichtig. Hier geht es um Iris. Ich denke nach, so gut ich kann. Nein, als ich rübersah, steckte das Schwert schon im Körper der mystischen Elise. Es mag zwar... Es mag zwar nicht entscheidend sein, aber diese Aussage unterstützt ihre Theorie. Das Opfer wurde im Zimmer erstochen und dann in den Innenhof geworfen. Ich denke, das beweist es ziemlich gut, Miles Edgeworth. Ich habe noch nie zuvor so viel Blut gesehen. Sie sagen, also sie hätten das Blut des Opfers gesehen. Das stimmt. Etwas davon hatte auch Iris bespritzt. Als die Angeklagte festgenommen wurde, meditierte sie gerade in ihrem Zimmer. Und ihre blutbefleckte Kleidung lag ordentlich gefaltet in der Ecke. Was? Ihre Kleidung war auch blutbefleckt? Das sieht in meinen Augen sehr beweiskräftig aus. Was soll ich tun? In diesem Punkt weiter angreifen? Ja, würde ich definitiv sagen. Ja. Weil das ist das erste Mal, dass wir davon was hören. Um auf ihre vorherige Aussage zurückzukommen. Sie sagten, sie hätten wenig Blut gesehen, als auf das Opfer eingestochen wurde. Aber jetzt sagen sie, sie hätten das Opfer Blut gesehen. Na, sowas. Ich sage nur, was ich gesehen habe. Habe ich gesehen. Was haben sie denn gesehen? Vielleicht habe ich nicht gesehen, wie auf die arme Frau eingestochen wurde. Aber ich habe genau gesehen, wie das Mädchen das Schwert aus ihr rausgezogen hat. Das Schwert rausgezogen? Nun, es war nicht gerade ein Ziehen. Es war eher ein Rausgleiten. Zeugin, fügen Sie diese Anmerkung zu Ihrer Aussage hinzu. Oh, war das wichtig? Wichtiger, als Sie sich denken können. Ich sah, wie die Klinge, die bis zum Griff drin steckte, glatt herausgezogen wurde. Glatt? Sagen Sie? Sie sagen, das Schwert wurde glatt herausgezogen? Das ist richtig. Die ganze Sache passiert direkt neben der Goldstatue der mystischen Amy. Die mystische Elise lag auf dem Bauch und Iris stand gebeugt über ihr. Das Schwert steckte bis zum Griff im Körper.
Als Iris aufstand, glitt das Schwert in ihrer Hand einfach so aus der Mühle Schnee ließ. Es glitt aus dieser klaffenden Wunde. Aha! Es versteht sich von selbst, dass es beim Herausziehen blutet. Da ist nichts Besonderes dran. Ist das wirklich der Fall? Ich habe trotzdem das Gefühl, dass etwas an dieser Aussage sehr fehl am Platz ist. Ich glaube, ich kann es mir auch schon vermuten. Weil, wenn ich mir dieses Schwert sehe und da das an der Spitze rot ist, aber nur an der Spitze. Vom Griff bis zu diesem Punkt ist es sauber, würde ich sagen. Und ich denke, wenn es wirklich so war, dass es im ganzen Körper drin war, also das ganze Schwert, dann wird es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr roter und nicht grün. Aber gut. Etwas, das eigentlich nicht hätte passieren können, ist anscheinend geschehen. Ich habe noch nie zuvor so viel Blut gesehen. Ja, ich denke mir, es ist ziemlich sicher, dass wir fragen nochmal nach, was bei den anderen so war. Kam die Bedeutung daher, dass der Mörder das Schwert herausgezogen hat? Ohne Zweifel, ich erinnere mich klar und deutlich daran. Denken Sie nicht auch, dass das etwas seltsam ist? Was meinst du damit, Miles Edgeworth? Warum sollte der Mörder das Schwert denn herausziehen? Was? Hätte sie das Schwert nur in der Hand der Goldstatue zurückstecken wollen, dann hätte sie keinen Grund gehabt, das Schwert aus dem Körper zu ziehen. Denn das hätte nur dazu geführt, dass das Opfer unnötig blutet. Was meinst du, Franziska von Karma? Das ist... In der Tat. Jetzt muss ich es erwähnen. Ist das wirklich seltsam? Ich werde auch eine Antwort auf diese Rätsel finden müssen. Wie auch immer. Zeugin hat was Schreckliches beobachtet. Was hast du danach getan, Zeugin? Da bin ich in Ohnmacht gefallen. Das kann mir niemand verübeln, oder? Nun, zu dem, was der Mörder als nächstes getan hat. Sie haben nichts von all dem gesehen, ist das richtig? Nun, ich war ohnmächtig. Wie lange warst du denn ohnmächtig? Ich weiß nicht, vielleicht 10 oder 20 Minuten. Ein junger Mann mit wirklich schlacheliger Frisur hat mich aufgeweckt. Genau genommen, indem er auf mich getreten ist. Ich weiß nicht, ob mir diese Methode der Wiederbelebung gefällt. Nun, ich habe zwar keine Mund-zu-Mund-Beatmung oder sowas erwartet, aber ich hätte natürlich auch ein sanfteres Erwachen bevorzugt, das steht fest. Ich werde persönlich ein ernstes Wörtchen mit dem Übeltäter sprechen. Was haben Sie gesehen, als Sie aufgewacht sind? Als ich aufwachte, stach die mystische Amy der mystischen Elise in den Rücken. Mit der mystischen Amy meinen Sie die Goldstatue, richtig? Je nachdem, mit dem... Jemand mit dem Shishito einem Heiligtum zu erstechen, ist schon schlimm genug. Aber der mystischen Amy die Klinge dann auch noch in die Hand zu drücken. Wirklich ein schreckliches, verabscheuungswürdiges Verbrechen. Es ist einfach eine Sache zu verachten. Das kann jeder. Aber es gibt eine Sache, die nicht so einfach ist. Was immer es ist, das fällt dir sicher doppelt so schwer. Was ist denn das Problem? Warum sollte der Mörder denn einen derart grausamen Anblick ins inszenieren. Kann mir jemand den Grund dafür nennen? Nein, ich denke, das kann ich nicht. Es gibt immer einen logischen Grund für die Handlung einer Person. Das ist wahr, sehr wahr. Im Frühling zum Beispiel mache ich oft. Es gibt nicht immer. Diesen Satz könnte eines Tages nützlich sein. In diesem Fall gibt es zu viele unnatürliche Elemente. Warum wurde das Shishito der Amy-Statue als Waffe benutzt? Warum wurde die Waffe am Ende wieder in die Hand der Statue zurückgesteckt? Wenn ich die Fehler dieser Aussage aufdecke, kann ich die Wahrheit herausfinden. Ja, und wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, die bis zum Griff drin steckte. Das kann nicht stimmen, weil, wie gesagt, das Schwert ist nur vorne an der Spitze rot und nicht bis zum Griff. Deswegen, das kann nicht stimmen. Schwester Bikini, Sie sind eine zuverlässige Zeugin. Zumindest würde ich das denken. Aber es gibt hier zu viele Widersprüche. Was meinst du damit? Das hört sich ja so an, als wäre ich eine Lügnerin. Aber du bist ein hübscher junger Mann, also verzeih ich dir. Von welchen Widersprüchen redest du denn? In der Szene, die Zeugin behauptet gesehen zu haben. Steckte die Waffe bis zum Griff im Körper des Opfers. Des Weiteren hat der Mörder die Waffe glatt aus dem Körper gezogen.
Aber beides ist absolut unmöglich. Was meinen Sie damit? Bitte erklären Sie sich. Ah! Erkläre das bitte. Erstens, wäre es möglich, das hier bis zum Griff in jemanden hineinzurammen? Wie ich die Angeklagte auch betrachten mag, sie erscheint mir nicht stark genug dafür. Sie erscheint nicht? Welch bedeutungsloses Gerede. Ich selbst mag auch schwach und zerbrechlich wirken. Aber ich kann Männer unter dem Absatz zerquetschen, bis sie weinen, wenn ich es möchte. Der Einspruch steht. Ich muss zugeben, ich habe vorhin ein wenig geweint. Das ist nicht die einzige Ungereimtheit. Wenn das Schwert wirklich bis zum Griff in den Körper gerammt wurde. Nun, man sehe sich die ganzen Zweige daran an. Es ließe sich nicht glatt herausziehen. Das ist... Und wir haben das Problem mit der Menge des Blutes. Es stimmt, wenn eine Klinge im Körper steckt, funktioniert sie wie eine Art Stöpsel. Aber wenn die Waffe eine Form wie diese hat, ist das eine ganz andere Sache. Die Wunde wäre zu groß und die Klinge könnte die Blutung nicht komplett stoppen. Das stimmt ja auch noch. Das ist nichts weiter als eine reine Mutmaßung. Das Opfer wurde mit dem Shishito erstochen. Sogar eine Waffe solcher Art könnte manchmal glatt herausgleiten und sogar den Blutverlust stoppen. Ich bin noch nicht fertig. Es gibt noch einen entscheidenderen Widerspruch. Das ist noch mehr? Dieser hier ist einfach. Wenn dieses Schwert wirklich bis zum Griff in den Körper hineingestoßen wurde, warum ist dann nur an seiner Spitze Blut zu sehen? Das ist der Punkt, den ich am Anfang angesprochen hatte. Ah! Wenn die Zeugin die Wahrheit erzählt, dann sollte auf der gesamten Länge des Schwertes Blut zu sehen sein. Nein! Doch, Franziska. Ruhe, bravo, Miles Edgeworth. So viele Widersprüche mit einem einzigen Beweisstück. Alle anderen Anwälte, die ich kenne, würden nur auf einen kommen, wenn überhaupt. Aber was bedeutet das Ganze? Sie haben Widersprüche bezüglich der Mordwaffe bewiesen, aber... Das alles kann nur darauf hindeuten, dass es nur eine Antwort darauf gibt. Und die wäre... Die Waffe, mit der das Opfer getötet wurde... war nicht das Shishito. Was? Die dumme Idee aus dem dummen Gedanken eines wahrlich dummen Dummkopfs. Ah, da ist sie wieder, die gute Franzi. Fangen wir noch einmal von vorne an. Warum glauben wir, das Schwert sei die Mordwaffe? Nun, weil die mystische Amy es ins Opfer zu stechen schien. Richtig, aber wenn Sie darüber nachdenken, ist das der einzige Grund für diese Annahme. Der Eindruck der Szene war einfach zu stark. Das ist es, was uns beeinflusst. Es beeinflusst uns so, dass wir glauben, dass Shishito sei die Mordwaffe gewesen. Ruhe, aha! Vielleicht war das Shishito also nicht die Mordwaffe. Auch wenn das der Fall wäre, das würde nichts ändern, Miles Edgeworth. Die Schwester hier hat alles gesehen. Auch wie die Angeklagte mit einem schwertähnlichen Objekt auf das Opfer einstach. Das stimmt. Ihre Antwort, Herr Edgeworth? Wenn dem so ist, dann bitte ich die Anklage, die naheliegende Frage zu beantworten. Die naheliegende Frage? Ja, nämlich, wohin ist die wahre Mordwaffe verschwunden? Die Polizei hat natürlich die Haupthalle und den gesamten Bereich durchsucht. Die Anklage weiß sicher, ob ein schwertähnliches Objekt gefunden wurde. Das ist... Beantworten Sie die Frage, Frau von Karma. Es wurde kein Beweis dieser Art gefunden. Ein weiteres Rätsel für den Rätselberg. Ein Fall ohne Mordwaffe ist eine tückische Sache. Entschuldigung, dürfte ich etwas sagen? Ich habe mich gerade etwas erinnert. Woran denn, Schwester? Ich dachte gerade, es ist möglich, dass vielleicht... Das ist, was passiert ist. Es war dort drüben. Was genau wollen Sie uns damit eigentlich sagen? Die Mordwaffe, das meine ich. Vielleicht. Ich denke, ich könnte wissen, wie das Schwert beseitigt wurde. Wie bitte? Also gut.
Ich denke, wir brauchen eine weitere Aussage von dir, Schwester. Unmöglich! Was? Was könnte diese alte Frau sonst noch gesehen haben? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zeugenaussage. Fundort der Waffe. Ich habe den Mord so gegen 23 Uhr beobachtet. Nachdem ich den Vorfall melden ließ, bin ich zum Haupttor gegangen. Dort sah ich Spuren, die belegen, dass das Schneemobil benutzt worden war. Zu Fuß braucht man 15 Minuten bis zur Dämmerbrücke, aber mit dem Schneemobil nicht mal 5. Vielleicht wurde die Waffe in den Adlerfluss geworfen, während ich ohnmächtig war. Iris hätte es tun können, denn sie kann schließlich mit dem Schneemobil umgehen. Das Schneemobil also. Zeugin, bitte sagen Sie uns nächstes Mal sofort alles, was Sie wissen. Nun, ich bin nicht in bester Form. Mein Rücken und mein Alter, du weißt schon. Durchaus. Vor dem Haupttor gab es in der Tat Spuren eines Schneemobils. Hier ist ein Foto. Ah, okay, das ist interessant. Ein Schneemobil, ah, verstehe. Nun, das ist eine interessante Theorie. Die Spuren fangen vor dem Hasakura-Tempel an und führen den ganzen Weg runter zur Dämmerbrücke. Foto der Spuren zur Gerichtsakte hinzugefügt. Das löst unser lästiges kleines Problem, oder? Sei dir da mal nicht so sicher, Franzi. Ich guck's, will's mir erst mal angucken hier. Ja? Ja, gut. Das. Nur die Frage ist, von wo kommen die Fußspuren her? Was haben denn da die Fußspuren dann zu. Naja, wobei, die könnten natürlich auch von Wright sein. Ja, gut, ist jetzt nicht so stichhaltig. Na gut. Ja, gut, an sich habe ich damit erstmal jetzt kein Problem mit diesem Foto tatsächlich. Die Strömung des Adlerflusses ist so reißend, dass er selbst im Winter nicht zufriert. Das macht ihn zum perfekten Ort, um die Mordwaffe loszuwerden. Ist sie wirklich zum Fluss gefahren, um die Mordwaffe zu beseitigen? Herr Edgeworth, Ihr Kreuzverhör bitte. Fundort der Waffe, Kreuzverhör. Ich habe den Mord so gegen 23 Uhr beobachtet. Sind Sie sich bei der Uhrzeit sicher? Ja, ich habe mir schließlich Sorgen deswegen gemacht. Warum denn? Weil ich sehr pflichtbewusst bin, vor allem in dieser Jahreszeit. Die Akolytin wurde um diese Zeit in eiskaltes Wasser getaucht. Ich konnte einfach nicht guten Gewissens die ganze Nacht im heißen Bad verbringen, oder? Deshalb entschloss ich mich, um 23 Uhr den Hasakura-Tempel zu verlassen. Ihre Zeiteinschätzung scheint wenigstens zuverlässig zu sein. Fahre fort, Schwester. Nachdem ich den Vorfall melden ließ, bin ich zum Haupttor gegangen. Sie hatten Phoenix Wright gebeten, das Verbrechen zu melden, richtig? Genau, richtig. Das war der, der auf mir herumgetrampelt ist. Anscheinend ist sie gern nachtragend. In der Haupthalle gibt es kein Telefon, deshalb habe ich ihn zur Brücke geschickt. Phoenix Wright. Er hatte nicht mal sein Handy dabei. Er hat es anscheinend zu Hause vergessen. Was für ein naiver Junge, wie immer. Ich habe nicht nur immer mein Telefon bei mir, sondern auch meine Peitsche. Sei froh, dass ich dir die neue, dass ich dir vor einem Jahr zurückgegeben habe. Ich hatte jedenfalls Angst und er hat so lange gebraucht. Deshalb dachte ich mir, ich gehe für einen kurzen Augenblick zum Haupttor raus. Dort sah ich Spuren, die belegten, dass das Schneemobil benutzt worden war. Wie ich mich erinnere, stand bei meinem Besuch vor dem Haupttor ein Schneemobil. Ja, das haben wir auch gesehen, da kann ich mich erinnern. Das ist das Einzige, was wir haben. Es fährt, egal wie viel Schnee auch fällt. Sind Sie sicher, dass das Schneemobil bei Ihrer Ankunft vor dem Haupttor stand? Ja, natürlich. Es war vor dem Tor geparkt. Sie war also schon gefahren, hatte die Mordwaffe entsorgt und war zurückgekehrt. Ich weiß nicht, ob das wirklich relevant ist. Was soll ich machen? Ich finde, das macht Sinn. Ich würde mal sagen, das ist nicht relevant. Es sieht ganz so aus, als hätte das Schneemobil mit diesem Fall zu tun. Ich habe einfach das Gefühl, dass Iris es benutzt hat. Aber wofür? Ich sollte mich hiervon lieber fernhalten. Zumindest vorerst. Also gut, Zeugin. Wie lange braucht man mit diesem Schneemobil bis zur Dämmerbrücke? Zu Fuß braucht man 15 Minuten bis zur Dämmerbrücke, aber mit dem Schneemobil nicht mal 5. Moment mal.
Wenn dem so ist, warum haben sie es nicht benutzt? Sie hätten so oft so nicht laufen müssen. Stimmt, wobei mir fällt auch natürlich ein, die Fußspuren, die ihr auf dem Bild gesehen habt, das können natürlich auch Bikinis sein, stimmt. Okay, 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 okay. Ah, dafür gibt es einen Grund. Es ist ein Augenblick Zeit dafür da, das zu erklären. Ich denke, deshalb wurde die Frage eigentlich auch gestellt. Es war vor ungefähr einem Monat. Da bin ich glücklich mit meinem Schneemobil gefahren. Ich hatte Wasser geholt und war auf dem Rückweg, als ich in einen Baum fuhr. Der Baum und mein Rücken gingen kaputt. Einfach so. Knisch. Knirsch. Seitdem hatte ich nicht den Mut, wieder damit zu fahren. Aber der Mörder muss es benutzt haben. Vielleicht wurde die Waffe in den Adlerfuß geworfen, während ich ohnmächtig war. Frischen Sie Ihr Gedächtnis auf. Wie lange waren Sie ohnmächtig? Wie ich schon gesagt habe, so zwischen 10 und 20 Minuten. In 10 Minuten kann man mit dem Schneemobil zur Brücke und wieder und zurückfahren. Ich muss zugeben, das ist mehr als genug Zeit. Ist das alles, was du zu geben willst, Miles Edgeworth? Iris hat es tun können, denn sie kann schließlich mit dem Schneemobil umgehen. Während es von der Zeit her möglich gewesen wäre, passt hier immer noch eine Sache nicht ganz ins Bild. Oh, und welche rätselhafte Sache könnte das sein? Der Gedankengang des Mörders, euer Ehren. Warum hat der Mörder das alles getan? Warum zum Adlerfluss fahren und die Mordwaffe zu entsorgen, wenn es andere Wege gäbe? Zu viele offene Fragen. Ihre Antwort, Frau von Karma? Ah! Bei der kleinen Frage suchst du bei mir Hilfe. Wie sieht es mit Selbstdenken aus, euer Ehren? Was? Sie übertreibt mal wieder. Jedenfalls, aus welchem Grund auch immer, die Angeklagte hätte es auf jeden Fall tun können. Die Mordwaffe wurde im Fluss entsorgt. Ein weiterer Punkt für mich, Miles Edgeworth. Ein weiteres Rätsel, das das Feuer schürt. Gab es einen Ort, den Tempel zu verlassen, die Mordwaffe wegzuwerfen? Zum Glück wird es ganz sicher ein Problem mit dieser Aussage geben. Jetzt muss ich nur noch Löcher in dieser fehlerhaften Darstellung reißen. Nachdem ich im Vorfall behaupte, dort sei Spuren, die belegen, dass das Schneemobil benutzt worden war. Fußraum 15 Minuten, Schneemobil nicht mehr folgen. Vielleicht wurde der Waffe in den Adlerfluss geworfen, wenn ich ohnmächtig war. Iris hätte es tun können, sie kann schon mit dem Schneemobil umgehen. Ja? Also die einzigste Aussage ist diese hier. Vielleicht wurde die Waffe in den Adlerfluss geworfen, wenn ich ohnmächtig war. Ich will mir nochmal alles hier angucken. Vor allen Dingen ist das Foto. Vor allen Dingen das Foto will ich mir nochmal angucken. Das hier, genau. Naja. Wenn ich mir dieses Bild so anschaue und die Theorie nachgehe, wenn ich mir das so in meinem Kopf durchspiele, dann muss ja Iris, wenn sie mit diesem Teil gefahren ist, muss sie auch wieder dann zurückgekommen sein, um pünktlich, bevor sie dann halt in Ohnmacht gefallen ist, dann wieder da zu sein. Weil sie war ja in ihrem Zimmer. Also kann das eigentlich auch nicht stimmen, weil man sieht ja, dass dieses Schneemobil, glaube ich, nur einmal losgefahren ist. Beziehungsweise es war wohl an der Brücke anscheinend und mit dem ist man dann wieder zurückgefahren. Weil wenn zweimal gefahren ist, dann müsste ja noch eine zweite Spur sein. Weil so wie dieses Ding steht, zeigt es, dass man mit dem Ding nur einmal gefahren ist. Und so wie sie das schildert, heißt es ja, dass sie zweimal gefahren ist. Deswegen, das Bild kann dazu nicht stimmen. Ich gebe zu, dass dieses Foto etwas beweist. Es beweist, dass das Schneemobil am Mordabend benutzt worden ist. Du hast wohl endlich das Unvermeidliche akzeptiert, Miles Edgeworth. Jedoch, wenn die Aussage der Zeugin zutreffend ist, warum ist dann nur eine Spur zu sehen? Was meinst du damit? Iris verließ den Asakura-Tempel, warf die Waffe in den Fluss und kam dann zurück. Wenn das der Fall wäre, dann sollten eigentlich zwei Spuren im Schnee zu sehen sein. Die von der Fahrt zur Brücke und die vom Rückweg. Du hast recht. Du hast eine Sache vergessen, Miles Edgeworth.
Am Mordabend hat es geschneit. Die Spuren, die zur Brücke hinführen, sind vom Schneefall verdeckt worden. Das hebt deine wertvollen Widersprüche auf, nicht wahr? Verstehe. Als ich beim Fluss war, hörte es zu schneien auf, sodass nur die Spuren vom Rückweg zu sehen sind. Und was sagst du jetzt, Miles Edgeworth? Gibt es einen Fehler in ihrer Theorie? Diese Idee, dass der Schneefall eine Spur bedeckt. Moment mal. Ich will mir diese Wetterdaten mal ansehen. Wetterdaten Adlerberg vom 7. Februar. Schneefall und gelegentlicher Blitzschlag. Schneefall ca. 22 Uhr bis 22.50 Uhr. Blitzschlag ca. 22 Uhr bis 23 Uhr. Blitzeinschlag in Dämmerbrücke um 22.45 Uhr. Das Feuer brannte etwa 30 Minuten. Wir reden doch hier um die Zeit nach 23 Uhr, ne? Stimmt, Bikini hat, glaube ich, ja, stimmt. Bikini hat was von 23 Uhr erzählt, dass sie das dann gesehen hat. Und dann war der Schneefall schon erledigt. Es gab zwar noch, vielleicht noch, es gab dann wohl noch ein paar Blitzeinschlag eventuell, aber das kann nicht stimmen. Also da gibt es einen Widerspruch. Die Spuren zu dem Fluss waren mit Schnee bedeckt. Was für eine nette Theorie. Aber Franziska, das ist unmöglich. Würdest du mir freundlicherweise erklären, warum da ein so unfreundlicher Zeigefinger in meine Richtung deutet? Nicht nötig. Das Beweisstück wird alles für mich erklären. Am Mordabend fuhr der Mörder zur Dämmerbrücke und wieder zurück, um die Mordwaffe zu entsorgen. Die Spuren zur Brücke wurden zugeschneit. Das behauptete zumindest Frau von Karma. Herr Edgeworth, legen Sie Ihren Gegenbeweis vor. Den Beweis, dass die Spur zur Brücke nicht mit Schnee bedeckt war. Ja, definitiv. Die Wetterdaten. Zeugin, bitte nennen Sie uns erneut die Uhrzeit, zu der Sie das Verbrechen gesehen haben. Wie ich schon sagte, es war so gegen 23 Uhr. Natürlich heißt das, dass die Waffe nach dieser Zeit fortgeworfen wurde, richtig? Diesbezüglich sehen Sie sich bitte diese Daten an. Das ist der Wetterbericht vom Adlerberg am Mordabend. Der Wetterbericht? Um 19 Uhr fing es an zu schneien, aber es hörte so gegen 22.50 Uhr wieder auf. Also, als die Schwester das Verbrechen um 23 Uhr beobachtet hat, hat es bereits aufgehört zu schneien. Es ist unmöglich, dass Spuren nach dieser Zeit zugeschneit worden sind. Ruhe, verdammt nochmal. Also gut. Es sieht so aus, als wäre Frau von Kamers Behauptung eingeschneit worden. Es ist noch zu früh, diesen Fall aufgrund des Schnees zu schließen. Miles Edgeworth, wie armselig von dir, dich auf einen Wetterbericht zu verlassen. Dann beantworte mir bitte Folgendes. Wann ist ein Wetterbericht jemals richtig gewesen? Nein, Sie irren sich. Das ist keine Vorhersage, das sind die tatsächlichen Daten. Vorhersagen, Daten, alle Wetterberichte haben Ungenauigkeiten. Es hätte nach 23 Uhr immer noch schneien können. Das stimmt, das können wir nicht ganz eindeutig wissen. Was? Wie hat sie das geschafft? Es hätte beim Hasakura-Tempel aufgehört zu schneien, als der Mord passierte. Das müssen sie eindeutig beweisen. Ich bin so weit gekommen. Kann ich nicht mehr zurück. Na schön. Ich kann nicht erlauben, dass bei dieser Aussage Zweifel bestehen bleiben. Ha! Du kannst einfach keinen Rückzieher machen, hä? Welch Perfektion, Miles Edgeworth. Also gut, Herr Edgeworth. Wo ist Ihr Beweis dafür, dass es nicht mehr geschneit hat, als das Opfer getötet wurde? Wir haben ja noch ein anderes Foto, was wir uns angucken können. Nämlich das Foto von, nicht von, das Tatortfoto. Und da kann ich auch Spuren erkennen. Wenn zwar nicht ganz so deutlich, aber
Also man sieht die Spuren immer noch. Ja, also ich würde definitiv sagen, wegen der Spuren dann, die sieht man noch. Und ja, also ich würde sagen, das ist der Beweis. Letztendlich kommt alles auf einen Punkt. Und der wäre, ob es in dem Innenhof geschneit hat, als das Opfer erstochen wurde. Stimmt, aber das zu beweisen ist unglaublich einfach. Wenn wir wissen wollen, ob es geschneit hat, kann es uns dieses Foto zeigen. Natürlich meine ich damit das Tatortfoto. Wie Sie sehen können, ist alles mit Schnee bedeckt. Mit nur einer Ausnahme. Und die wäre das Opfer selbst. Frau Elise Donim. Stimmt, genau. Sie hätte ja auch damit Schnee bedeckt sein müssen, genau. Warum liegt kein Schnee auf ihr? Die Antwort ist einfach. Weil es aufgehört hat zu schneien, als sie ermordet worden ist. Deshalb. Mit anderen Worten, wenn der Mörder wirklich zum Adlerfluss fuhr, um die Mordwaffe zu entsorgen, dann sollte auf diesem Foto hier zwei Spuren zu sehen sein. Ruhe. Was wollen Sie damit? Was willst du damit sagen, Miles Edgeworth? Ehrlich gesagt bin ich mir selbst nicht ganz sicher, aber das ist einfach das, worauf alle Tatsachen deuten. An jenem Abend hat jemand das Schneemobil benutzt, um den Hasakura-Tempel zu verlassen. Den Spuren nach kann man annehmen, dass sie zur Dämmerbrücke fuhren. Zu jenem Zeitpunkt hat es noch immer geschneit. Natürlich hat es das, denn diese Spuren waren verschwunden. Dann, als diese Person zum Hasakura-Tempel zurückkehrte, hat es aufgehört zu schneien. Deshalb sind die Spuren des Rückwegs zu sehen. Kann ich etwas sagen? Das hört sich alles ein wenig seltsam an. Was denn, Schwester? Es gibt nur einen Schlüssel für das Schneemobil. Außerdem wissen wir, dass die Angeklagte ihn an jedem fraglichen Abend hatte. Der Schlüssel wurde nach dem Mord in ihrem Zimmer gefunden. Das kann nur heißen, dass Iris an jedem Abend mit dem Schlüssel mit dem Schneemobil zum inneren Tempel gefahren ist. Aber Iris hat gesagt, dass sie überhaupt nicht dorthin gegangen ist. Ich soll diesen Punkt wohl besser angreifen, wenn sie sich die Gelegenheit bietet. Mit dem Schneemobil kommt man nicht über die Hängebrücke. Also hat sie es auf der Seite des Tempels geparkt und die Brücke dann zu Fuß überquert. Das klingt logisch. Aber seltsam ist, als ich Iris verlassen habe und zum Hasakura-Tempel zurück bin, da habe ich nichts bei der Dämmerbrücke gesehen. Du musst es einfach übersehen haben, Schwester. Vielleicht, aber als ich wieder beim Hasakura-Tempel war, stand es da bei dem Haupttor. Ich meine, das Schneemobil. Ich weiß, was ich gesehen habe. Jetzt war es auch mit Schnee bedeckt. Aber das ist unmöglich. Wie soll denn jemand an ihr vorbeigefahren sein? Ruhe im Gerichtssaal. Was soll das bedeuten? Wofür wurde das Schneemobil dann benutzt? Es wurde nicht von der Angeklagten genommen, als sie zum inneren Tempel ging. Wenn dem so gewesen wäre, hätte es die Zeugin unmöglich bei dem Tor sehen können. Außerdem ist es nicht vom Mörder benutzt worden, um die Mordwaffe zu entsorgen. Wenn das der Fall gewesen wäre, würde es auf diesem Foto zwei Spuren geben. Wir wissen nur, nachdem es aufgehört hatte zu schneien, fuhr jemand mit dem Schneemobil zum Hasakura-Tempel zurück. Ich hätte nie gedacht, dass ein Schneemobil so viele Probleme bereiten könnte. Ich denke, wir sind dank der Zeugin an diesem Punkt angelangt. Ja, ich habe dem nichts weiter hinzuzufügen. Ich habe euch alles gesagt, alles, was ich weiß.
Na schön, jetzt haben wir es aber immer noch mit denselben Problemen zu tun. Wenn es doch jemanden gäbe, einen Zeugen, der das Schneemobil gesehen hat. Ein Zeugen, hä? Gab es denn niemanden, der an jedem Abend bei der Drimmerbrücke spazieren ging? Ich denke, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Oh nein, nein, bitte nicht. Oh nein. Ich glaube, Larry wird reinkommen. Och nö, muss das sein? Ich kann es mir schon vorstellen. Es war so kalt, dass einem die Ohren hätten abfrieren können. Nur ein Idiot würde in dieser Kälte draußen herumwandern. Es sei denn, er hätte etwas wirklich Wichtiges zu erledigen gehabt. Schade. Moment. Da fällt mir was ein. Es gab an jenem arktischen Abend womöglich einen solchen Idioten. Euer Ehren, ich habe eine Idee. Vielleicht kenne ich jemanden, der uns helfen kann. Wirklich? Du weißt, wer das Schneemobil am Mordabend gesehen haben könnte? Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob er es gesehen hat. Aber es gibt zwei Dinge, die mir zu ihm einfallen. Wie wären? Erstens hat er am Mordabend etwas Unglaubliches gesehen. Und zweitens, dieser jemand, an den ich denke, ist an jenem kalten Abend draußen rumgewandert. Mit anderen Worten, er ist der Idiot, den wir suchen. Ja, Edgeworth, wer ist dieser Idiot, von dem Sie da reden? Oh, warum? Oh, ich will sein Profil nicht zeigen. Ich will's nicht. Oh, ich habe wohl keine andere Wahl. Nimm das! Dieser Typ wohl aus Jean-Luc de Ladoux' Buch, der widerwärtige Malerei. Das ist Larry Butts, der Schüler des Opfers Elise Dunier. Ihr Schüler? Interessant. Warum ist er an dem Mordabend herumgewandert? Weil... Ich könnte von seinen Plänen für Iris erzählen. Aber das könnte ihn seine Glaubwürdigkeit kosten, noch bevor ich ihn aufrufe. Er ist schließlich Künstler. Vielleicht suchte er in der Schneelandschaft etwas, das ihn bewegen könnte. Aber ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass das der Grund war. Und dieser unglückliche, unzuverlässig aussehende Mann. Was genau hat er denn gesehen? Das würde ich gerne in diesem Gerichtssaal von ihm erfahren. Bringen Sie diesen jungen Mann sofort hierher. Mir bleibt keine andere Wahl, oder? Ich glaube, dass er sich bei dieser Verhandlung in der Galerie aufhält. Es wird nicht lange dauern, ihn aufzurufen. Gut. Larry. Du magst mir gestern vielleicht entwischt sein, aber heute werde ich alles aus dir rausquetschen. Das Gericht zieht sich für eine Pause von 20 Minuten zurück. Frau von Kammer, bitte kümmern Sie sich darum, dass der nächste Zeuge vorbereitet ist. Verstanden, euer Ehren. Gut. Also gut, das Gericht macht jetzt eine Pause. Oh Junge, Fortsetzung folgt. Das ist unglaublich. Naja gut, ich würde sagen, ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Wie gesagt, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part von Miles Edgeworth, Ace Attorney, Trials and Tribulations. Bis dann und tschüss, euer Jake.